Ja, also die Fridays for Future-Bewegung zurück auf der Agenda, auch im politischen Berlin. Und ich freue mich, zu meiner Kollegin Katharina Kühn abgeben zu dürfen, denn bei ihr stehen nun eben beide Protagonistinnen, Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Genau, bei mir sind zwei von den Aktivistinnen, die heute Angela Merkel getroffen haben. Und wir werden jetzt das Interview auf Englisch machen. First of all, thank you that you are here. Danke erstmal, dass ihr hier seid heute. Ihr seid heute zu dem Treffen mit Angela Merkel hergekommen. Wie bewertest du dieses Treffen? Naja, wir sind natürlich dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und 90 Minuten lang mit uns diskutiert hat. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen und es ist natürlich klar, dass sehr viel zu tun bleibt. Die Diskussion, die wir haben in den Medien, in der Politik und in der Gesellschaft, ist noch sehr weit davon entfernt, diese notwendigen Maßnahmen umgesetzt zu sehen. Und daran arbeiten wir weiter. Greta Thunberg, glaubst du, dass dieses Gespräch dir geholfen hat, die Maßnahmen zu erreichen, die du forderst? Welche Maßnahmen meinen Sie? Wir möchten, dass die Menschen auf die Wissenschaft hören und dass die Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigt werden. Das ist eigentlich alles, was wir fordern. Es sollte eine jährliche Bepreisung von Kohlenstoff geben. Und das, wir wollen einfach, dass die besten Möglichkeiten gefunden werden, um den Anstieg der Temperatur zu reduzieren. Und natürlich muss man realistisch bleiben, man darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Ein Treffen kann natürlich nicht das alles erreichen, aber wir versuchen an die führenden Politiker zu appellieren, dass sie halt sich einsetzen, dass sie sich engagieren. Und wir brauchen im Moment einfach Anführer. Und sie hat die Chance, so jemand zu werden, diese Verantwortung zu übernehmen, denn sie ist in einer sehr guten Position. Wie steht es mit euch? Habt ihr jetzt einen Input mitgenommen aus diesem Gespräch? Hat das an euren Forderungen etwas geändert nach dem Gespräch mit Kanzlerin Merkel? Nein, ich möchte noch mal klarstellen, dass unsere Forderung ist jetzt nicht einfach nur unsere Meinung oder was wir uns wünschen würden, sondern wir wollen eigentlich nur erklären, was notwendig ist, um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen, um die globale Erwärmung einfach zu begrenzen auf 1,5 Grad und nichts weiter. Also die Forderungen der Wissenschaft, die haben sich ja nicht verändert. Ich glaube, dass bei dieser Diskussion wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen, unsere Standpunkte. Und wir haben sehr viel über die Wissenschaft gesprochen, natürlich auch über die Haushalte, die zur Verfügung stehen und über die ganz klare Erfordernis, die Notwendigkeit, jetzt zu handeln. Denn in den nächsten 6 Monaten, in denen Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat und eben gerade diese nächsten Jahre sind wichtig, um uns da auf einen sicheren Weg zu bringen, innerhalb dieses Budgets, was wir haben. Vor genau 2 Jahren hast du mit dem Schulstreik für Klima angefangen und jetzt hast du gesagt, wir haben 2 Jahre politischer Inaktivität verloren. Aber siehst du denn auch auf der Ebene von Ländern Fortschritte? Ja, natürlich. Dieser Satz ist eine Metapher. Also ist nicht wörtlich gemeint, aber insgesamt, wenn wir an die Perspektive insgesamt gucken, dann sind 2 Jahre vergangen und wir haben nicht wirklich sehr viel erreicht. Die Klimakrise wird immer noch nicht wirklich als Krise begriffen und es ist uns nicht gelungen, große Fortschritte zu erzielen. Wir haben versprochen, etwas zu erreichen, das haben wir uns selbst versprochen und deswegen müssen wir weiter für Veränderung kämpfen. Wenn ihr jetzt beobachtet, was passiert während der Covid-19-Krise, wo viel in der Industrie ganz schnell verändert und umgestellt wurde, kann man daraus etwas lernen, wenn es darum geht, wie man mit einer Krise fertig wird, auch mit dem Klimawandel?
Nun, man könnte stundenlang darüber diskutieren, aber vielleicht, um ein paar Aspekte anzusprechen. Natürlich haben wir gesehen, was passiert, wenn Menschen entscheiden, eine Krise wirklich ernst zu nehmen. Und das sagt uns natürlich auch, dass die Klimakrise eben nicht sehr ernst genommen wird. Aber wenn es um Krisenprävention geht, dann sehen wir natürlich Bereiche, in denen man zum Beispiel jetzt versucht, den Ausbruch, die Ausweitung des Virus zu verhindern, kann man sich vielleicht schon auch mal ein Beispiel nehmen und versuchen, das zu übertragen. Also wir müssen eben in einer Krise handeln, bevor es zur Katastrophe kommt. Und das haben wir auch erfahren, genauso wie wichtig es ist, die Wissenschaft ernst zu nehmen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Denn im Grunde verstehen wir als Fazit, dass die Klimakrise eine ganz andere Krise ist. Und das kann man also nicht mit der Corona-Krise vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Herausforderungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Ich möchte dich noch eine letzte Frage stellen. Also du bist ja manchmal auch Opfer von Hassreden und Online-Beschimpfungen. Hast du das Gefühl, du möchtest dich gerne mehr in dein Privatleben zurückziehen? Nun, ich glaube nicht, dass es einen Teenager gibt, der gerne bereit ist, seine ganze Freizeit als Aktivist zu verbringen. Es ist natürlich kein Spaß, aber diese Hassreden können mich nicht wirklich von meinem Ziel abbringen. Ich möchte das nicht, aber auf der anderen Seite muss es jemand machen und wir Kinder müssen uns engagieren. So, wir würden natürlich uns wünschen, dass noch jemand anders mit uns sich dafür einsetzt. Es sollten nicht nur die Kinder und Wissenschaftler sein, aber gut, das ist die Situation im Moment, weil es sonst niemand macht. Okay, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, vielen Dank. Zurück ins Studio in Bonn.